Willkommen zu einem neuen Video, wo es um das Thema Kaffee und Koffein geht. Denn seit ich denken kann, zanken sich die Leute und auch Wissenschaftler und Ernährungsberater darüber, ob jetzt Kaffee gesundheitsförderlich oder gesundheitsgefährdend ist. Lassen wir doch mal die Ayurveda und meine Wenigkeit einen Blick drauf werfen. Ja, und glücklicherweise begeht die Ayurveda eben nicht diesen Fehler, den der Westen der Welt so oft macht, was den Blick auf die Ernährung, auf Medizin und so weiter angeht. Nämlich, sie schert nicht alle über einen Kamm. Und dann erscheint auf einmal vieles logischer und nachvollziehbarer, denn wir können differenzieren zwischen den verschiedenen Doshas, den verschiedenen Bioenergien, Konstitutionen. Und ich weiß, du weißt es, es gibt Vata, Pitta und Kapha. Natürlich auch wieder viele Mischtypen. Ich habe dazu schon einige Videos gemacht. Und wenn wir jetzt das Thema Kaffee auf diese drei verschiedenen Typen beziehen, dann kommen auch drei verschiedene, ich sag mal, Ratschläge heraus und Sichtweisen, ob das jetzt förderlich oder nicht ist für unser Wohlbefinden. So, und wenn wir jetzt Kaffee als Geschmack und Eigenschaft sehen, dann sind wir bei leicht, heiß und trocken. Und was sind diese Eigenschaften in der Dosha-Sichtweise? Welches Dosha repräsentiert genau diese Eigenschaften? Das Vata-Dosha. Kaffee ist also schon Vata-mäßig aufgestellt. Und wenn ein Vata-Exzess vorliegt, das heißt, wenn ich entweder ein Vata bin und mein Vata-Dosha ist auch etwas übermächtig, oder ich bin ein Mischtyp und mein Vata-Dosha ist gerade einfach zu exzessiv. Ja, ich bin schon ein bisschen hippelig, ich bin schon ein bisschen nervös zurzeit oder schlaf schlecht oder bin anfällig, was die Nerven betrifft, meine Verdauung und so weiter, dann ist das natürlich gar keine gute Idee, auf ein Vata, noch mehr flüssigen Vata in Form von Kaffee drauf zu kippen. Denn diese ganzen unangenehmen Eigenschaften, die der Vata vielleicht durchlebt, werden erhöht. Klar, das wird ja dem Kaffee auch nachgesagt, zu Recht. Er sorgt in deinem System nun mal ein bisschen für Furore. Ist ja der Wachmacher, der den Fokus schärfen soll. Aber wenn du zu viel erwischt hast, schon mal weißt du auch, er macht dich etwas nervös, er macht dich hibbelig, er macht dich unruhig. Und da hat der Vata eh schon seine Probleme oder sagen wir mal Anfälligkeiten. Also was den Vata angeht, können wir klar sagen, Kaffee grundsätzlich keine so gute Idee. Trotz allem ist die Ayurveda ja kein Schwarz-Weiß-System und kein Fan von Verboten, sondern von Maßhaltung. Wenn du also eine Kaffeetasse am Tag trinken und genießen möchtest, dann tu das. Auch als Vata. Vielleicht nicht, wenn du gerade merkst, naja, du hast Schlafprobleme, du bist ein bisschen hibbelig, dann wäre vielleicht entkoffiniert noch die bessere Variante. Wobei man sagen muss, auch zu viel entkoffinierter Kaffee erhöht das Vata, denn Kaffee kommt ja von der Kaffeebohne und Bohne hat ja eben diese Eigenschaften vom Vata und gilt es deswegen zu reduzieren. Gut allerdings für den Vata ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, du bist ausgeglichen, ja, dir fehlt jetzt soweit nichts, dann gönn dir ruhig eine Tasse. Ja, es müssen ja eben nicht 2, 3, 4, 5 sein am Tag. Dann gönn dir doch die Tasse Kaffee als Cappuccino mit etwas Milch, mit etwas Kokosmilch vielleicht sogar. Das ist dann sogar für den Pitta ganz gut, weil es eine kühlende Eigenschaft hat. Komme ich gleich noch drauf. Oder eben Hafermilch, ganz, ganz wertvoll. Kommt ja auch immer mehr in Mode. Der Cappuccino mit Hafermilch ist für den Vata eine gute Idee. Warum? Weil es ein bisschen entgegenwirkt. Und hier sind wir auch bei dem neuen Trend, der sich so langsam vor allen Dingen in der ketogenen Ernährung langsam breit macht, vom sogenannten
Bulletproof Coffee. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das ist im Prinzip Kaffee mit MCT-Öl, also reinem Kokosöl, zugesetzt und ein Stück Butter. Könnten wir jetzt in der Ayurveda mit Ghee, mit der geklärten Butter, noch ersetzen. Wenn dir der Geschmack angenehm ist, dann kannst du es natürlich auch mit Ghee machen. Mit Butter kommt halt eher so diesem typischen Milchprodukt näher. So, und was hat das jetzt für positive Eigenschaften? Das ist für den Vata tatsächlich gut oder im Prinzip auch für alle gut, denn es nimmt ein bisschen die Säure weg von dem Kaffee, macht ihn verträglicher und entschärft das Koffein etwas. Es hat damit nicht so einen starken Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel, der ja eben dadurch erhöht wird. Ja, denn das ist ja der Grund, warum du durch Koffein wacher bist und fokussierter. Es bildet im Prinzip Stresshormone. Ja, Cortisol, Adrenalin, und das ist auf Dauer natürlich gar nicht gut. Und das erschöpft dich nach und nach. Deswegen ist zu viel Kaffeekonsum gefährlich für unsere Nebennieren, ja, weil irgendwann erschöpfen die dann auch vielleicht mal. Bulletproof Coffee ist deswegen hier gut, weil es eben den Blutzucker nicht so schnell ansteigen lässt und das Koffein langsamer in den Körper schleust und es damit langsamer verarbeitet wird. Das heißt, du kommst einfach nicht gleich in diese Zittrigkeit rein, sondern es ist etwas gediegener. Haben wir das geklärt? Schauen wir uns Pitta an. Pitta ist ja der heiße, hitzige Typ, das Stoffwechselprinzip. Und der hat Kaffee eigentlich überhaupt nicht nötig. Trotzdem verlangt der Pitta-Typ oft nach Kaffee, weil der Pitta-Typ generell sehr freudestillend orientiert ist. Und wenn Kaffee ein Genussmittel darstellt für einen Pitta-Menschen, dann mag er den sehr gerne haben, weil Pitta-Leute lieben es zu konsumieren. So, Pitta läuft dann aber Gefahr, gerade auch wegen der Säure, dass auch das Pitta noch weiter erhöht wird. Und wenn du eh schon vielleicht ein exzessives Pitta hast, ist auch hier leider, und es tut mir leid, Kaffee und Koffein keine gute Idee. Auch hier kannst du natürlich mit Bulletproof ein bisschen entgegenwirken oder eben, wie vorher schon angesprochen, du kannst deinen Kaffee etwas Kokosmilch hinzufügen, hat diese kühlende Eigenschaft, reduziert ein bisschen diese schnelle Wirkung des Koffeins und somit wird das Ganze auch für einen Pitta-Typen besser zum Handhaben. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, oh je, wieder so einer, der Kaffee so schlecht macht, hat das denn gar keine Vorteile? Doch, natürlich, wenn du zum Beispiel an Verstopfung leidest, dann kann Kaffee eine kurzfristige Lösung sein. Und auch fürs Gehirn und so weiter heißt es ja, es soll positive Effekte haben. Aber warum? Ja, wie vorher schon erklärt, weil eben dein Adrenalin und so weiter ins Spiel kommt und den Fokus erstmal schärft. Nur das darf nie ein Dauerzustand sein, denn sonst brennt dir irgendwann die Nebenniere durch und du hast vielleicht irgendwann mit heftigen Erschöpfungszuständen zu kämpfen und Kaffee treibt das weiter voran, weil es auch einfach dein Cortisolspiegel, dein Blutzuckerspiegel durcheinander bringt auf Dauer. Aber nichtsdestotrotz, für den Kaffertypen ist Kaffee gar keine so schlechte Sache, denn in der Ayurveda wollen wir immer ausgleichen mit dem Gegenpol. Und wenn ich ein erhöhtes Kapha habe, ja, das sind die Leute, die auch gerne etwas mehr Gewicht ansetzen, die etwas träger sind, langsamer Stoffwechsel, da kommt Kaffee denen natürlich zugute. Und der Gegenpol von Kapha ist ja Vata. Und Kaffee ist eine Vata-Eigenschaft. Also ist es für den Kapha-Typen durchaus empfehlenswert, ein, zwei Tassen am Tag zu trinken. Auch hier Maß halten. Es müssen noch keine 4, 5 sein. Das Koffein bringt den phlegmatischen Kapha so ein bisschen in Gang und kann helfen. Nur jetzt stellt sich noch die Frage, ja wann denn? Denn klar ist, wenn ich schon Schlafprobleme habe, dann sollte ich Kaffee nicht mehr ab späten Nachmittag, Abend trinken. Ist klar. Nur viele begehen den,
sag's mal, Fehler, dass sie bereits vor dem Frühstück, bevor sie die erste Mahlzeit des Tages eingenommen haben, sich mit Kaffee zuschütten oder zumindest ihren Morgenkaffee brauchen. Das ist nicht so sonderlich klug aus Sicht unseres Organismus und Cortisolspiegels, denn der sieht bei einem gesunden Menschen nämlich so aus, dass die Uhrzeit und hier ist unser Cortisolspiegel. Kurz eine Erklärung, Cortisol ist der Gegenspieler von Melatonin. Melatonin ist ja das Schlafhormon, was uns einschlafen lässt. Und Cortisol, was ja oft verteufelt wird, hat aber natürlich ganz wichtige Funktionen. Und zum einen nämlich, dass wir überhaupt wieder aufwachen. Deswegen steigt ab 4, 5 nachts plötzlich der Cortisolspiegel vehement an. Und so, ja, je nach Biorhythmus, der ganz individuell auch sein kann, zwischen 7 und 9 hat er seinen Höhepunkt erreicht. Da würden wir dann natürlicherweise aufwachen. Und über den Tag verteilt sinkt der sukzessive, damit wir auch nachts einschlafen können. Also wenn ich zur späteren Stunde Kaffee trinke und das Koffein mein Cortisol wieder hochschießt, dann habe ich natürlich Probleme beim Einschlafen. Ist klar, oder? So, jetzt haben wir aber hier schon das nächste Problem, dass wenn ich zu früh Kaffee trinke, bevor ich was gegessen habe, auf leeren Magen, dann schießt mir das Cortisol noch höher. So, und irgendwann wird es aber auch hier problematisch. Deswegen am besten nach der ersten Mahlzeit, denn dann hat es nicht so eine drastische Auswirkung. Wobei die Ayurveda hier sagt, naja, Kaffee, Vata-Eigenschaft, also doch am besten in der Kafferzeit konsumieren. Die Kafferzeit ist zwischen 6 Uhr und 10 Uhr, sowohl morgens als auch abends, dann wieder von 18 Uhr bis 22 Uhr. Da macht es natürlich überhaupt keinen Sinn. Morgens, ja, ganz genau, nur eben mit oder nach einer Mahlzeit, damit, ähnlich wie beim Bulletproof Coffee, Fett und ja, gute Öle dazukommen, die bestimmten Fettsäuren, die eben das Koffein langsamer einschleusen und noch andere positive Wirkungen hinzufügen. Ja, und dann ist hier die optimale Zeit, und ich sage mal, hey, wir müssen jetzt nicht so eng sehen, ja, also bis, sagen wir mal, 11, halb 12, bis zur Mittagszeit ist dann im Prinzip die beste Zeit, um Kaffee zu konsumieren, aber eben am besten mit Fett oder Proteinen, Kohlenhydraten mit einer Mahlzeit oder als Bulletproof Coffee eben, dass da etwas das Ganze entschleunigt und deeskaliert. Denn für viele Vata-Typen oder exzessive Pittas kann Koffein, wie gesagt, tatsächlich etwas eskalierend wirken. Um das zu verhindern, habe ich jetzt ein paar Tipps gegeben. So, ich hoffe, du findest trotzdem noch ein wenig Genuss am Kaffeekonsum. Vielleicht kannst du ihn aber etwas einschränken oder dein Verhalten, deine Routine so anpassen, dass es deinem Körper besser geht. Denn, wisst ihr auch, jedes Mal, wenn du deinen Blutzucker hochschießt, kommt auch immer wieder der tiefe Fall. Und was du nicht haben willst, ist, dass irgendwann dein Spiegel so aussieht. Denn dann ist es eine Achterbahnfahrt aus Erschöpfung und voll drauf sein. Ja? Und deswegen kann ich nicht nachvollziehen, warum es so trendy geworden ist, Kaffee mit Guarana-Extrakt und möglichst viel Koffein und doppelter Espresso und schieß mich tot, was es alles gibt, um jetzt diesen Hallo-Wach-Effekt möglichst auf großem Fuße zu leben. Das macht aus körperlicher Sicht, Sicht des Wohlbefindens, überhaupt keinen Sinn. Weniger ist da definitiv mehr. Ich bin jetzt auf einige auch Vorteile und auch Nachteile beim Koffein nicht weiter eingegangen, aber ich hoffe, es hat für dich Sinn ergeben, warum die Unterscheidung beim Kaffeekonsum in Vata, Pitta, Kapha dann Sinn ergibt und man sagen kann, ah ja, okay, ich bin der und der Typ, ich habe gerade dies oder das Problem vielleicht. Ich sollte meinen Kaffeekonsum hier etwas anpassen oder eben ganz weglassen. Das war es von mir.
Baby, let's go.